Um ein Ergebnis aussagekräftiger darstellen zu können, verwendet man ganz gerne den gewichteten Mittelwert. Wie man diesen erstellt in Excel, das sehen wir uns nun an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ich habe ein neues Microsoft Arbeitsblatt geöffnet und bereits eine Aufgabe vorbereitet. Diese Aufgabe setzt sich aus 5 Einzelaufgaben zusammen mit einem Punkteergebnis. Und jetzt ist jeder dieser Aufgaben von A bis E mit einer Gewichtung vorgesehen. Nun möchten wir das Punkteergebnis einmal mit dem Durchschnitt, mit dem Mittelwert darstellen und einmal als gewichteten Durchschnitt. Hierzu bei der Berechnung des Durchschnitts kann man, wie bisher bekannt, den Mittelwert dazu anwenden. Den Befehl Mittelwert und dann die Auswahl der Punkte. Es ist auch so, bei Selektion dieses Bereiches erhält man auch unten in der Statusleiste auch das Ergebnis. Wenn ich nun einen gewichteten Durchschnitt berechnen möchte, so muss ich die Funktion Summenprodukt verwenden. Diese muss man so verstehen, addiert die einzelnen Multiplikationen von Punkt und Gewichtung auf. Am Ende habe ich noch eine Summe angegeben, falls das die Gewichtung nicht gleich 100% bzw. 1 ergibt. Wie setzt man nun diese Formel ein? Ich gebe Summenprodukt an, selektiere meine Punkte, mache dann ein Semikolon und gebe nun die Gewichtung an mit der Selektion, schließe die Funktion und führe noch eine Division der Gewichtung aus. Selektiere diese ebenfalls und erhalte nun einen gewichteten Mittelwert von 17 Punkte. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten. Tschüss und bis bald.